mein großer Tag, ich bin etwas aufgeregt. Das merkt der Taxifahrer, der seit einer Stunde draußen steht. Ich such die CD mit meinen Songs mit Bistram, die wir unter uns seit einer Woche schon vermisst haben. Sie ist nicht auf dem Schreibtisch, auf dem Boden liegt sie auch nicht, aber ein Beschwerdebrief, der von den Mietern in meinem Haus ist. Auf dem kleinen Spiegel klebt noch ein bisschen Rauschgift. Und da ist die Nummer des Mädchens, das mich bei sich rausschmiss. Ich verliebte mich in einer flüchtigen Erwartung. Heute schick ich dir Broschüren von der süchtigen Beratung. Das ist so ein Joke von mir, den keiner außer mir versteht. Wie mein Lieblingsbild, wo ein Fleischer einen Stier zerlegt. Da finde ich den Rohling. Leider lag er auf dem Küchentisch. Die Küche ist bei mir ein Ort, der nicht frei von Gerüchen ist. Ich such noch den Schlüssel, dann pack ich die Maxi zum Handy in die Tasche und springe in mein Taxi. Mein großer Tag, es geht los, es geht groß in den Charts. Endlich hoch, ich geb Gas. Oh Mann, bin ich im Arsch. Mein großer Tag, es geht los, es geht groß in den Charts. Endlich hoch, ich geb Gas. Oh Mann, bin ich im Arsch. Mein großer Tag, es geht los, es geht groß in den Charts. Endlich hoch, ich geb Gas. Oh Mann, bin ich im Arsch. Viel zu viel gefeiert und viel zu viel gesoffen. Die Schuhe nicht gebunden und der Hosenschlitz ist offen. Als ich ankomme, lauf ich volle Kanne in die Gastür und betrete den Weg, der mich direkt in die Charts führt. Sekretärin sagt, ich kann kurz Platz nehmen, bietet mir ein Bier an, ich will sie niemals nackt sehen. Depot sieht aus wie Wackelpudding oder wie eine Speckschwarte. Ich kann mich nicht entscheiden, während ich auf den Chef warte. Ist sie eine fette Kuh oder nur ein Schweinchen? Und Sache ist, ihr Boss gibt mir viele große Scheinchen. Ich häng noch ein Weilchen auf dem Sofa wie ein nasser Lappen und fühl mich wie Pflanzen, die noch nie Kontakt zu Wasser hatten. Und das große Bex, das ich schnell im Taxi äxte, meldet meiner Blase auf die Schnelle seine Austrittsrechte. So ein Mistwetter, denk ich und piss auf den Teppich. So ist das bei einem großen Geist, wo ich bin, vergess ich leicht. Bald ist es mir peinlich und ich rücke dann den Tisch in die völlig andere Ecke, wo ein dunkler Fleck von Pisse ist. In einem großen Spiegel erschreck ich, wie ich aussehe. Muss aber bemerken, dass der Penner-Look mir auch steht. Als dann die Tür aufgeht, geb ich mich betont locker. Rüpft mein Gegenüber an wie ein alter Punk-Opper. Der gibt mir zwar die Hand, doch wischt sie an der Hose ab. Mein Bier ist leer, ich frag ihn höflich, ob er noch ne Dose hat. Hast vielleicht ne Mark? Ich mein Bier und dann Becks. Mein großer Tag, es geht los, es geht groß in den Charts. Endlich hoch, ich geb Gas. Oh Mann, bin ich im Arsch. Mein großer Tag, es geht los, es geht groß in den Charts. Endlich hoch, ich geb Gas. Oh Mann, bin ich im Arsch. Mein großer Tag, es geht los, es geht groß in den Charts. Endlich hoch, ich geb Gas. Oh Mann, bin ich im Arsch. Viel zu viel gefeiert und viel zu viel gesoffen. Die Schuhe nicht gebunden und der Hosenschlitz ist offen. Er lacht etwas betreten und ich will etwas Nettes sagen. Bringe es dann aber nur nach der Toilette zu fragen. Als ich wieder zurück bin, sitzt er hinter dem Schreibtisch und wirkt eher verengt als wie ein finanzieller Haifisch. Ich fass mit Fettfingern auf die goldene Schallplatte und mach ihm ein Kompliment für seine gut versteckte Glatze. Er kann jetzt nicht mehr lachen und fragt, wo mein Demo ist. Dabei guckt er mich an wie ein Hund, wenn du ihm Schemus gibst. Ich kram die CD raus und wisch noch ein paar Krümel runter. Dank den paar Bieren fühle ich mich wieder frisch und munter. In Gedanken nenn ich den Typen Schwabbelbacke, weil ich laut denke, war leider auch das Kacke.